Jetzt darf ich sehr herzlich auf die Bühne bitten, die Journalistin der Lausitzer Rundschau, Christine Keilholz, mit der Bitte, das Abschlusspodium für ihre Moderation zusammenzurufen. Frau Ministerin, vielen Dank an die anderen Herrschaften auch, dass Sie auch die Toleranz hatten. Aber ich glaube, es war es wert, mal, dass wir ein bisschen Feuer unterm Arsch kriegen, hätte er wahrscheinlich gesagt. Und ich darf auf die Bühne bitten und auf zum nächsten sehr, sehr spannenden Panel. Es ging mit einer Handbewegung und alle sind da. Hallo, guten Tag. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Mein Panel ist auch vollständig, sehr schön. Wir sind eine große Runde und wir sind hier sozusagen der letzte Act dieses Energieforums, was mich sehr stolz macht. Wir sind in gewisser Weise auch der Hauptact, denn unser Thema hier heute ist eigentlich das wichtigste Thema bei der Energiewende. Wir haben ja schon mehrfach gehört in den letzten zwei Tagen, dass es eigentlich auf die Menschen ankommt. Wir müssen die Energiewende den Menschen nahebringen, nur wenn die Bevölkerung dabei ist, wenn die Bevölkerung es will, wenn die Bevölkerung es mitmacht und Enthusiasmus entwickelt, dann kann die Energiewende gelingen. Und ja, unsere Frage, die wir uns hier gemeinsam stellen heute ist, wie kriegen wir das denn hin? Wie kriegen wir die Akzeptanz für die erneuerbaren Energien? Und wie nehmen wir die Bevölkerung beim Strukturwandel mit? Über die Akzeptanz in der Industrie haben wir ja schon viel gehört in den letzten zwei Tagen mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Und ich freue mich sehr. Die Bevölkerung Ostdeutschlands haben wir hier gerade auch sehr gut abgedeckt auf diesem Panel, das, wie ich festgestellt habe, zur Hälfte auch weiblich ist, was mich sehr froh macht. Ich glaube, das hat es in 10 Jahren Energieforum so noch nicht gegeben, oder? Ich glaube nicht. Das ist tatsächlich neu und es liegt sicherlich auch am Thema. Ich fange gleich mal an vorzustellen. Ich fange ganz hinten an. Da haben wir den Dr. Gerd Lippold, Staatssekretär im Umweltministerium in Sachsen, ganz genau genommen Staatssekretär für Umwelt, Klima und Landwirtschaft. Das ist ein sehr reichhaltiges Portfolio, was er da hat. Daneben den Jonathan Sacht. Jonathan Sacht ist heute unser einziger offizieller Vertreter von Students for Future. Und wir haben ja vorhin den Aufruf gehört von Herrn Professor Babknecht, hey, ihr Fridays, macht doch was Sinnvolles, studiert doch Ingenieurwesen. Herr Sacht, was machen Sie eigentlich? Sagen Sie uns doch kurz. Ich studiere Maschinenbau in Chemnitz. Ich habe diesen Aufruf wahrgenommen, beziehungsweise mache ich schon ein bisschen länger. Das ist ein Applaus wert, denke ich. Ich kann auch sagen, dass in der Bewegung unglaublich viele interessierte Menschen sind, die inzwischen, jetzt wo wir nicht mehr so viel auf der Straße wütend sein können wegen Corona, die Zeit genutzt haben, sich inhaltlich fortzubilden. Das können Sie uns gleich noch erzählen. Ich möchte nur gleich schon mal weitergehen. Wir haben jetzt hier die erste Dame in der Runde. Das ist die Christine Herntier. Die Bürgermeisterin von Spremberg aus Brandenburg, unsere Brandenburger Vertreterin, Frau Herntier, spricht hier heute für 25.000 Spremberger, von denen viele tausend im Kohlekraftwerk Schwarze Pumpe arbeiten. Wie viele sind es genau, Frau Herntier? Von den 22.800 Einwohnern von Spremberg arbeiten ca. 2.000 im Tagebau und im Braunkohlekraftwerk, im Industriepark Schwarze Pumpe und auch in den eng mit diesen beiden Unternehmen oder mit diesen beiden Betrieben verbundenen Dienstleistungsunternehmen. Ich habe übrigens auch Maschinenbau in Chemnitz studiert. Das ist auch nochmal ein Applaus. Ja, also Frau Herntier kommt sozusagen aus dem Auge des Orkans, aus dem Kerngebiet des Strukturwandels in der Lausitz. Und Frau Herntier, das möchte ich nicht versäumen zu erwähnen, stellt sich am Sonntag zur Wiederwahl, am selben Tag, an dem wir ja auch einen neuen Bundestag wählen. Und dann haben wir den Herrn in der Mitte, das ist der Herr Wolfram Axthelm, der Geschäftsführer des Bundesverbands Erneuerbare Energien, eigentlich aus Mecklenburg-Vorpommern, angereist aus Berlin. Also das heißt, wir haben den hohen Norden des Ostens hier auch noch mit drin.
Und ja, ebenfalls aus Berlin angereist ist die Frau Dr. Christiane Averbeck, die Geschäftsführerin der Klimaallianz Deutschland. Also das ist ein Bündnis für Klimaschutz, das vertritt 140 unterschiedliche Akteure, Mitglieder und ist gerade auch dabei, wie sie mir schon erzählt hat, eine Imagekampagne für die Energiewende, für den Ausbau der erneuerbaren Energien zu initiieren. So, und ja, als letztes möchte ich natürlich gerne vorstellen, Frau Anja Sigismund, Ministerin für, jetzt muss ich genau hinschauen, Umwelt, Energie und Naturschutz aus Thüringen. Also Thüringen haben wir jetzt hier auch noch drin. Was ein bisschen fehlt, ist Sachsen-Anhalt, aber wir tun jetzt einfach so, als hätten wir den ganzen Osten hier repräsentiert. Also eine reiche Bevölkerung, die ja, die Energiewende mit Optimismus angehen sollte, aber momentan, wie wir gehört haben, noch so ein bisschen skeptisch ist. Und unsere große Frage ist, wie kriegen wir es denn hin, dass das Thema im Ganzen positiver besetzt ist. Und jetzt möchte ich mich auch noch vorstellen. Mein Name ist Christine Keilholz, ich bin Journalistin. Mein Spezialgebiet ist der Strukturwandel im Osten. Ich bin Wirtschaftsredakteurin der Lausitzer Rundschau in Cottbus, also auch ich komme aus dem Auge des Orkans. Ich bin im Mittelpunkt des Geschehens beim Strukturwandel und deshalb interessiert mich natürlich sehr gerne, was Sie heute zu sagen haben zu dem Thema. Und ich fange gleich mal bei Ihnen an, Frau Sigismund. Wir reden über Akzeptanz der erneuerbaren Energien. Ist nicht Akzeptanz ein etwas zu niedrig gestapeltes Wort? Müssten wir nicht eigentlich von Begeisterung, Enthusiasmus sprechen oder von Aufbruch? Ja, erstmal schönen guten Tag in die Runde. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist ein wunderbarer Ort, um darüber zu sprechen, was war, was ist und was kommen kann. Weil das sieht man hier hervorragend, alleine in diesem Industriekomplex. Und ich will vielleicht mal persönlich beginnen. Ich bin gebürtige Gersche. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Gera in Ostthüringen kennt. Und einige Arme gehen hoch, das freut mich. Ich sage das deshalb, weil Gera nicht nur mal Maschinenbau- und Textilproduktionsstandort war in den 80er Jahren, sondern dort auch die Braunkohleschlote sozusagen zum täglichen Bild und zur Energieversorgung in den 80er gehören und weil ums Eck der Uranbergbau in Ronneburg war. Das heißt, der Blick auf die Kegel des Uranabbaus waren für mich in Kindheitstagen schon sehr vertraut. Und wenn ich mir die Stadt heute anschaue, dann sehe ich, dass viel geschafft ist und dass allein im Bereich Erneuerbare in der kompletten Region, übrigens für ganz Thüringen gilt das, Wertschöpfung entsteht. Wertschöpfung, indem Unternehmen investieren in das, was kommt, in grüne Technologien, in Aufbruch. Und natürlich entstehen dadurch auch Arbeitsplätze. Also, und darum geht es doch. Akzeptanz soll ja heute unser Thema sein. Kann man ganz unterschiedlich wichten. Akzeptanz entsteht dadurch, dass Menschen vor Ort die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen. Akzeptanz, so zeigt es eine Studie des Bundesamtes für Naturschutz, entsteht ganz besonders dann, wenn wirtschaftliche Wertschöpfung möglich gemacht wird. So, und das heißt, wenn man direkt Teilhabe an diesen Prozessen haben kann, umso besser. Da sind wir schon ein ganzes Stück Weg gegangen. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch, wie eben zu hören, unter der Überschrift in den letzten 30 Jahren wäre nichts passiert. Gerade die Energiewirtschaft hat schon viel getan. Thüringen hat 60% seiner Energieversorgung komplett heute gespeist aus erneuerbaren Energien. 60%, das ist nicht nichts. Aber jetzt dürfen wir nicht stehen bleiben, sondern müssen engagiert weitergehen und da müssen wir alle einbinden. Mehr Akzeptanz hilft dabei und es gewinnen und gelingen nur, wenn wir die Menschen mitnehmen. Die Energiewende steht und fällt mit der Akzeptanz der Menschen vor Ort. Ja, das Wort Wertschöpfung, die Frau Ministerin hat es schon mehrfach erwähnt. Herr Axtern, wir haben vorhin in einer kleinen Vorbesprechung haben wir gemeinschaftlich, ich verrate das jetzt einfach mal, haben wir festgestellt, naja, das ist bei dieser Veranstaltung, bei diesem Energieforum ein bisschen ein etwas zu skeptischer Spin, den dieses ganze Thema Energiewende hat. Es bräuchte eigentlich ein bisschen mehr eine positive Konnotation, eine positive Grundbotschaft. Warum ist die eigentlich nicht da und wie kriegen wir die? Bevor ich vielleicht diese Frage beantworte, will ich noch mal sagen, mit Blick auf den Titel unserer Runde hier, da stecken ja zwei Sachen drin, da ist nämlich von Toleranz die Rede und von Akzeptanz. Und beides meint
manchmal dasselbe, ist aber was völlig Unterschiedliches. Nämlich bei Toleranz geht es darum, etwas zu erdulden und zu ertragen. Und bei Akzeptanz geht es schon darum, dass man sagt, ich erkenne das an, ich nehme das an. Und darum habe ich immer gesagt, wir brauchen hier mehr Begeisterung, mehr Freude daran, was wir hier eigentlich tun. Und ich will mal ganz kurz sagen, Sie hatten angesprochen, ich komme ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin dort in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen mit 53 Einwohnern. Im Nachbardorf gab es eine große Schweinemastanlage. Was passierte im Osten mit der Gülle? Die floss einfach in den nächsten See. Das war so etwas, was mir damals schon als Jugendlicher gesagt hat, so kann es doch nicht weitergehen. Und dann habe ich erlebt in meiner Zeit als Bausoldat, das war der Kriegsdienstverweigerungsdienst in der DDR, da kam ich nach Leuna und dann habe ich gesehen, was dort passiert. Und auch da musste man sagen, so kann es nicht weitergehen. Und deshalb fand ich es ganz gut, dass Herr Professor Babknecht angesprochen hat, den Club auf Rom. Hätte er ihn mal nicht nur gelesen, sondern auch ein bisschen gehandelt und ein bisschen mehr Enthusiasmus gebracht, weil das ist genau das, was ich vermisse im Osten ganz oft. Wir haben hier so viele Chancen. Wir haben schon mal einen Strukturwandel hinter uns gelegt. Der war schwer, der war nicht begleitet. Jetzt haben wir hier einen Strukturwandel, der wird sauber von der Politik begleitet mit sehr, sehr viel Geld. Wir müssen daraus mehr machen. Und wir haben im Osten eine bessere Voraussetzung als in vielen anderen Regionen Deutschlands. Wir haben eine sehr gute Infrastruktur im Bereich der Energie, sowohl im Boden, was Gasnetze angeht, als auch über dem Boden, was der Netzbetreiber 50 Hertz hier gemacht hat, ist erstaunlich. Was die Verteilnetzbetreiber gemacht haben, ist erstaunlich. Und wir haben unheimlich viele Stadtwerke, die sich ganz engagiert schon seit 15, 20 Jahren auf den Weg gemacht haben und einfach machen. Und ich glaube, wir müssen aus diesem Potenzial was leisten und was tun. Und wir müssen den Menschen sagen, was wir hier alles schon können. Und wir können einfach mit größerer Begeisterung und mehr Freude ans Werk gehen und müssen hier nicht immer nur so hinter dem Baum sitzen und sagen, oh Gott, wie teuer ist das alles, wie schwer ist das alles, was kommt da alles auf uns zu, sondern lassen Sie uns einfach tun und nach vorne gehen. Danke. Ja, daraus ergibt sich eine schöne Anschlussfrage. Warum sitzen wir eigentlich im Osten alle hinterm Baum? Ich frage das mal Sie, Herr Dr. Lippold. Ich habe jetzt hier die neueste Umfrage zur Stimmung in Bezug auf die erneuerbaren Energien. Das ist der Monitor für Mitteldeutschland. Da gibt es 56% Zustimmung für den Kohleausstieg. Für eine Braunkohleregion, ist das gut oder ist das schlecht? Ich finde das bemerkenswert. Und das zeigt, dass die Menschen vor allem auch die Chancen sehen, die darin liegen und nicht ausschließlich der Erzählung folgen, die da über viele, viele Jahre erzählt worden ist, von den Risiken einer Veränderung und einer Entwicklung. Die sehen die Chancen, die wollen gern Energieregionen bleiben, die wollen gerne Wertschöpfung bei sich vor Ort haben und die sehen, dass die Energiewende, die ist mitten unterwegs. Wir reden hier nicht über das Ob, sondern wir reden über das Wie und über die konkrete regionale Teilhabe. Das haben die Menschen verstanden. Und das ist ja eines unserer Probleme in Sachsen, dass auch viel zu lange hier in Sachsen zum Schutz einer Energieerzeugungsform, von der wir seit 10 Jahren wissen, dass sie keine Zukunft hat, wenn wir ganz ehrlich sind, seit mindestens 10 Jahren wissen, dass zum Schutz dieser Energieerzeugung, dieser Energiewertschöpfung in Sachsen tatsächlich das Thema erneuerbare Energien zurückgestellt und blockiert worden ist. Man hat das tatsächlich gemacht in Sachsen. Das gibt man auch unumwunden zu, dass man das gemacht hat, um das eigene Geschäft im Bereich der Kohle eben nicht zu kannibalisieren. Und das, was in den letzten 10 Jahren an Flächen nicht da war, dafür konnten keine Genehmigungsanträge gestellt werden. Und wenn es keine Projekte und keine Genehmigungsanträge gab, gibt es heute keine Genehmigungen. Und wenn es keine Genehmigungen gibt, gibt es keine Anlagen. Wir bohren das jetzt mühsam auf in dieser Staatsregierung, in dieser Dreierkoalition mit einem neuen Koalitionsvertrag, mit einem soeben beschlossenen Energie- und Klimaprogramm. Aber das ist ein mühsamer Weg, der Jahre dauert. Denn wir müssen tatsächlich diese Rückstände aufarbeiten. Wir müssen landesplanerisch, regionalplanerisch zunächst mal einsteigen. Wir müssen diese Blockaden abbauen und auch, und das ist ein wichtiges Thema dieses Podiums hier, die Blockaden in den Köpfen.
Und die sind eben, das zeigen auch Umfragen, keineswegs dort am größten, wo die Erfahrungen mit erneuerbaren Energien am größten sind, sondern die sind genau dort am größten, wo man keine Erfahrungen hat. Und das ist ein bisschen wie mit dem Flüchtlingsthema, so ist es auch bei den erneuerbaren Energien. Dort gibt es also gerade in Sachsen enorme Probleme mit der Akzeptanz. Wir haben das erkannt, auch wir als Ministerium haben das erkannt, machen dort eine Menge an Akzeptanz- und Beteiligungsmanagement. Aber das sind alles Dinge, die in Sachsen erst beginnen und wir müssen hier massiv Fahrt aufnehmen, damit wir Wirtschaftsstandort bleiben. Ja, die Blockade in den Köpfen, das ist ein sehr gutes Stichwort, Frau Bürgermeisterin Herrn Thier. Sie sind ja, Sie stehen wie gesagt im Wahlkampf in einer, ich sag mal, klassischen Bergarbeiterstadt. Und das ist ja nicht das Einzige. Sie sind vor 2 Jahren einem breiteren Publikum bekannt geworden, als Mitglied der Lausitzrunde, Mitglied der Kohlekommission auch. Also Sie waren beteiligt bei der Aushandlung des Kohlekompromisses. Aus dieser Erfahrung heraus würde ich mal die Frage, die hier gerade so im Raum stand, an Sie weitergeben. Haben wir eigentlich zu lange die Kohle mit Samthandschuhen angefasst? Ja, in der Tat. Danke nochmal für die Ankündigung oder für den Hinweis auf die Lausitzrunde. Hat die Stadt Spremberg das Mandat und ich als Bürgermeisterin übe das Mandat aus, spreche also tatsächlich auch heute hier für immerhin 58 Kommunen in der brandenburgischen und in der sächsischen Lausitz in dem sogenannten kernbetroffenen Bereich, also dort, wo wirklich noch die Kohle gefördert wird und wo sie, ich sag mal, bis zur Wiedervereinigung abgebaut wurde. Das ist nämlich der Bereich in beiden Ländern, der wirklich jetzt vor den größten Herausforderungen steht. Warum? Und wenn wir hier bei dem Thema Transfer und Akzeptanz sind, warum haben sich diese 58 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zusammengeschlossen und wann haben wir das getan? Das haben wir 2015 getan, als das auch noch dem letzten, jedenfalls denjenigen, die im ganz konkreten Revier deutlich geworden ist, wo der Zug hinfährt. Und ich sage diesen Satz immer, das müssen Sie erst mal machen, als Bürgermeister, Bürgermeisterin mitten im Kohlerevier sich dahinstellen und sich zur Energiewende bekennen. Und das haben diese 58 Bürgermeister gemacht. Und das ist uns damals, wir haben einen Brief an Frau Merkel geschrieben, wo wir uns dazu bekannt haben, haben allerdings auch ganz konkrete Vorschläge gemacht, was denn geschehen muss. Das hat auch etwas mit Erneuerbaren zu tun, aber eben nicht nur mit Erneuerbaren zu tun. Das hat eben auch damit zu tun, dass man die Voraussetzungen dafür schaffen muss, dass mit immer mehr erneuerbaren Energien auch das Thema Versorgungssicherheit, Systemstabilität und Bezahlbarkeit geklärt werden muss, was im Übrigen ja dann ein Auftrag der Bundesregierung im Einsetzungsbeschluss an die Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung gewesen ist, die übrigens erst 2018 dann einberufen wurde. Also ich kann wirklich mit Fug und Recht sagen, die Bürgermeister der Lausitz, wirklich aus dem Revier, die mussten nicht aufgeweckt werden, die saßen auch hinter überhaupt gar keinem Baum, sondern die haben die Zeichen der Zeit erkannt. Aber ich weiß natürlich auch ganz genau, wie schwer das ist, wenn wir hier über Akzeptanz reden. Und ehe wir über Akzeptanz reden, müssen wir mal über Angst reden. Wovor haben die Menschen Angst? Und zwar beide Seiten. Die einen auf der Seite der Klimaschützer und die anderen auf der Seite, im Übrigen nicht nur Kohle- und Energieindustrie, sondern überhaupt Industriearbeitsplätze. Und da bin ich wieder bei der Kommission. Wir haben ja einen Abschlussbericht abgeliefert, wo ich heute noch der Meinung bin, dass sich die Bundesregierung so ein bisschen erschrocken hat, wie wir das überhaupt hinbekommen haben, in historisch kurzer Zeit, 7 Monate so einen großen gesamtgesellschaftlichen Kompromiss hinzulegen. Alle haben den wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Da stehen tolle Sachen drin, auch für Sie, für die Unternehmer. Da steht nämlich drin, wenn der Strukturwandel gelingen soll, das hat ganz viel mit Angstabbau in den Revieren zu tun,
dann sollte man da die richtigen Instrumente zur Verfügung stellen, damit eben die neuen nachhaltigen Arbeitsplätze, nicht nur Industriearbeitsplätze, ich habe in diesen Jahren viel gelernt, wir müssen auch so ein bisschen weg von der immer nur Industrie. Wissen ist das neue Kapital und Geschwindigkeit bei der Wissensaneignung und Umsetzung, das ist das große neue Kapital. Da steht da drin. Leider ist es dann so gekommen, dass es 1,5 Jahre gedauert hat, bis das Strukturstärkungsgesetz beschlossen wurde. Dann haben wir nochmal gewartet, bis das Kohleausstiegsgesetz beschlossen wurde. Und ich kann Ihnen ja mal so ein Beispiel geben, wie das dann wirklich dort abläuft, wo das Ganze stattfindet, nämlich bei uns auf der kommunalen Ebene. Da reichen Sie Projekte ein. Und dann erfahren Sie auf einmal, wir sind ja alle nicht reich, die Kommunen, dann erfahren Sie auf einmal, ja, Sie wollen jetzt das Industriegebiet erweitern, zum Beispiel den Industriepark Schwarze Pumpe. Viel Erfolg dabei bei dem Thema, kann ich Ihnen nur sagen. Da können Sie wirklich Gas geben und da können Sie zeigen, ob Sie in der Lage sind, möglichst schnell das große Thema Waldumwandlung anzugehen. Ist im Übrigen kein anderer Wald als in Brandenburg für Tesla. Könnte auch ganz schnell gehen. Kann sich Sachsen beweisen, ob Sie das wirklich hinkriegen. Und dann erleben Sie eben, dass Sie gesagt bekommen von den Förderbanken, nein, B-Pläne fördern wir nicht, das müssen die Kommunen bezahlen. Und dann bin ich wieder bei unseren 58 Bürgermeistern und bei der Akzeptanz oder bei der Angst, die die Akzeptanz bremst. Das haben wir immer gesagt. Es kann nicht sein, dass die Kommunen, die mit ihren Bürgern am direktesten betroffen sind vom Kohleausstieg, das dann auch noch bezahlen. Das ist aber der Fall. Wenn ich das will, wenn ich Ansiedlungsflächen für neue Industrien schaffen will und das für die B-Pläne und das ist nicht wenig selbst bezahlen muss, dann nehme ich das weg. Wovon? Vom Straßenbau, vom Kita-Bau, von der Schulerneuerung. Und das geht einfach nicht. Und dass die Politik das nicht erkannt hat, das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Mein letzter Satz. Wenn sich das nicht ändert, werden alle Transformationsprozesse in Deutschland, vor denen wir stehen, große Akzeptanzprobleme haben und das können wir uns schlichtweg nicht leisten als Deutschland. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für dieses doch recht lange Statement. Jetzt haben wir auch gleich einen Einblick in Planungsverfahren und die Schwierigkeiten auf der kommunalen Ebene, mit denen Sie da sehr gut vertraut sind. Ich habe gesehen, Herr Sacht, Sie haben sichtbar reagiert beim Stichwort Angst und Angstabbau. Sie wollen was dazu sagen, bitte. Ja, sicherlich. Ich habe das Gefühl, ich bin tatsächlich ein bisschen ein Außenseiter hier auf dieser ganzen Veranstaltung. Ich bin als Vertreter einer jungen Generation hier, die Angst um ihre Zukunft hat. Und ich glaube, Angst um die Zukunft ist die Angst, die alle Menschen umtreibt. Wir haben die in einer ganz anderen Form als viele von den Menschen, die jetzt dort vor Ort betroffen sind. Viele Menschen sehen die Perspektive für die Zukunft nicht, haben Angst vor irgendwie finanzieller Abgeschiedenheit, vor eben einem Stempel, der ihnen aufgedrückt wird. Wir als Bewegung haben Angst um eine Zukunft, in der wir leben können und wir sehen, dass wir die Zeit nicht haben, das jetzt auf lange Strukturwandelprozesse zu warten und drängen darauf, dass es schneller gehen muss. Wir sehen, vorhin wurde angesprochen, Akzeptanz und Toleranz, der Unterschied. Ja, wir tolerieren noch, dass es so langsam geht. Wir akzeptieren es aber nicht. Wir gehen auf die Straße dagegen. Wir fangen an, uns irgendwo in dieses Thema reinzubringen, um auch von innen etwas zu ändern. Wir wollen die Gesellschaft gestalten. Wir wollen die Gesellschaft umgestalten, weil das passieren muss. Wir haben nicht die Zeit, darauf zu warten, dass die politischen Ziele, die gesetzt wurden, erfüllt werden. Wenn ich mir jetzt anschaue, was für den vom Weltklimabericht geleakt wurde von der Scientist Rebellion, was eigentlich nächsten März veröffentlicht werden soll, dass wir bis 2025 klimaneutral sein müssen, wenn wir annähernd 2 Grad halten wollen, und das ist auch nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, dann sehe ich nicht, warum wir in Europa und Deutschland sagen, 2045 ist das Ziel. Ich kann verstehen, dass wir alle Angst davor haben, einer Zukunft, die wir nicht kennen. Wir wollen an dem festhalten, wie es ist, weil wir das kennen, weil wir wissen, dass das uns Sicherheit gibt. Aber diese Sicherheit ist dann für kommende Generationen oder auch für meine Zukunft, wenn ich so alt bin wie viele hier und in der Wirtschaft stehe vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich Lust habe, in einem System zu arbeiten, das unsere Welt kaputt macht. Wir tragen auch Verantwortung hier als Wirtschaftsstandort. Wir sind Weltmarktführer in vielen Dingen. Wir tragen Verantwortung für den Rest der Welt. Wir sind diejenigen, die mit am letzten die Folgen des Klimawandels zu spüren bekommen. Ja,
Viele haben einfach den Schuss nicht gehört, habe ich das Gefühl. Und ja, natürlich wollen wir damit Geld erwirtschaften. Ich möchte jetzt hier nicht die Marktwirtschaft in Frage stellen, auch wenn das meine persönliche Meinung ist. Nee, bitte erstmal nicht. Die können wir nicht später umbauen. Es muss schneller passieren. Und ich glaube, die Marktwirtschaft hat Instrumente, mit der wir einen Wandel schnell erreichen können. Wir müssen aber verdammt mutig handeln und wir müssen verdammt viel aufklären. Ja, jetzt haben wir doch wieder, Frau Dr. Averbeck, jetzt haben wir doch wieder recht viel das Wort Angst gehört, Angst, Sorge, negatives Bin. Es sind auch unterschiedliche Ängste, die hier aufeinanderprallen, die alle auch ihre Berechtigung haben und die alle auch gehört werden sollten. Wie kriegt man diese ganzen Ängste in einer positiven Kampagne für die erneuerbaren Energien integriert? Und wie kriegt man es hin, eine positive Botschaft zu setzen? Ja, also erstmal möchte ich die These aufstellen, dass ich glaube, dass die Bevölkerung oder die Zivilgesellschaft schon viel weiter ist als die Politik. Also das, was wir in der Klimaallianz Deutschland erleben, wir sind ja mittlerweile 145 Organisationen. Das sind keine kleinen Vereine, sondern da sind große Umweltverbände dabei, da sind Gewerkschaften dabei, da sind Kirchen mit dabei, Entwicklungsorganisationen, ganz, ganz viele Menschen aus Deutschland, etwa 25 Millionen haben wir mal ausgerechnet, die wir über diese Mitglieder erreichen. Und wenn wir Forderungen gemeinsam entwickeln, die wir im Konsens übrigens entwickeln, das ist nicht so, dass einer mehr zu sagen hat als der andere oder die andere, dann kommen wir darauf gemeinsam, dass wir natürlich nicht nur den Kohleausstieg wollen. Dafür haben wir uns nämlich die letzten 14 Jahre, seitdem es die Klimaallianz gibt, vehement eingesetzt, sondern dass es natürlich klar ist, dass wir dafür auch den Ausbau der Erneuerbaren brauchen. Das ist eine Seite sozusagen der Medaille. Von daher ist es, denke ich mir, an der Politik jetzt zu akzeptieren, dass es nicht nur darum geht, die Interessen ganz bestimmter Akteure, nämlich der Energieunternehmen, von denen hier auch einige sind, zu bedienen, sondern dass es darum geht, gesamtgesellschaftlich das Thema Klimaschutz voranzubringen. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig. Wir haben Treffen mit Herrn Altmaier gehabt, wo er wie eine Monstranz vor sich hergetragen hat, na, wir können ja die Erneuerbaren nicht weiter aufbauen, weil die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht da ist. Und dem haben wir damals widersprochen. Aber natürlich, wenn es ganz bestimmte ökonomische Interessen gibt, kommt man nicht dagegen an. Also von daher wichtig jetzt auch, dass es, ich komme auf die Kampagne, aber das war mir einfach nochmal wichtig, hier auch in dieser Runde gesagt zu haben, wir brauchen einfach ein Politikerinnenwechsel an der Spitze von Deutschland und das können wir am Sonntag auf jeden Fall mit herbeiführen. Das ist die eine Sache, die wichtig ist. Und dann ist es so, dass wir mit unseren Mitgliedern zusammen eine Kampagne aufsetzen. Wir holen Stimmen aus der Breite der Gesellschaft, die sich für den Ausbau von Erneuerbaren einsetzen. Da ist der CDU-Landrat, der beschreibt, welche Vorteile sein Kreis von dem Ausbau der Erneuerbaren hat. Da sind es Bauern, die davon profitieren. Da sind es unterschiedliche andere Kommunen, die sagen, wir profitieren vom Ausbau der Erneuerbaren, dass wir sozusagen da auch durch diese positiven Beispiele, die es gibt, einfach in die Breite der Gesellschaft hineinkommunizieren, wie wichtig und wie gut es ist, dass es tatsächlich perspektivisch mehr Erneuerbaren in Deutschland nicht nur braucht, sondern dass es sie auch geben wird. Ich denke mir, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, das einfach noch stärker zu kommunizieren. Und dann einfach auch darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, vor Ort die Bevölkerung stärker einzubeziehen in die Planungsprozesse. Ich denke mir, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, Frau Ministerin, die Frau Averbeck hat gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Also diese Kritik hört man ja auch öfter oder diesen Aspekt hört man öfter, dass es heißt, wir können ja die Windenergie, nehmen wir sie als Beispiel, nicht weiter ausbauen, weil es fehlt die Akzeptanz. Auf der anderen Seite heißt es, naja, um mehr Akzeptanz zu kriegen, müsste man mehr ausbauen, damit die Leute schon sehen können, was es bringt. Wer ist denn jetzt hier eigentlich Henne und wer ist Ei? Und sind Sie eigentlich ein Kohleausstiegsland in Thüringen?
Die letzte Frage kann ich ganz leicht und locker beantworten. Thüringen hat den Kohleausstieg in den 90er Jahren geschafft. Nur so sind wir ja auf die 60% Stromerzeugung Erneuerbare gekommen. Und ich will wirklich großen Respekt an all jene sagen, die das, die den Kohleausstieg mitverhandelt haben und das Strukturfördergesetz auf den Weg gebracht haben. Selbstverständlich stehen auch die Länder, die vom Kohleausstieg nicht selbst betroffen sind, an der Seite derer, die da viel geschafft haben. Wir müssen nur schneller werden. Und ich glaube, das ist das, was die Ungeduld der Fridays-Bewegung, die ich bei quasi sowohl den Jugendlichen bis hin zu Großeltern, den Studierenden bis hin zu Wissenschaftlern und so weiter in einem großen Bogen sehe. Es geht aus meiner Sicht weniger um Angst, im Übrigen wie im richtigen Leben, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, sondern es geht um die Frage, was ist machbar. Und wir leben in einem Land, ich glaube, da sind wir uns hier alle einig in diesem Raum, wo wir in spätestens 24 Jahren klimaneutral sein wollen. Manche sagen, das muss viel früher gehen. Die neue McKinsey-Studie beispielsweise sagt auch, wie das geht. Viele andere, Agora Energiewende, Stiftung Klimaneutralität und so weiter sagen, um das 2-Grad-Ziel zu halten, müssen wir viel, viel früher dran sein. Aber wir leben in einem Land, wo es zum Teil 24 Jahre braucht, eine Umgehungsstraße zu bauen. Was ich damit sagen will, deswegen habe ich vorhin auch darauf hingewiesen, was wir gerade in den neuen Ländern in den letzten 30 Jahren an Transformationserfahrung gesammelt haben. Eines der modernsten Energienetze, Geschäftsfelder, die die Energieversorger Jahr um Jahr für sich neu entdeckt haben. Das zeigt, dass wir es wollen und dass wir es auch können. Und zu Ihrer Frage der Windenergie, dann geht es um die Frage, wie beteiligen wir die Menschen vor Ort. Selbstverständlich kommen wir auch in Thüringen nur auf 100% bilanziell erneuerbar, da wollen wir ja auch hin, wenn wir den Ausbau der Windenergie beschleunigen. Und da will ich sagen, das, was ich in den letzten 6 Jahren als Energieministerin in Thüringen von Bundesseite erlebt habe, ist das Gegenteil von Rückenwind. Was passieren muss, ist, dass es auf Bundesebene eine Regierung gibt, die sagt, wir stellen Klimaschutz in den Mittelpunkt und wir werfen denjenigen, die vor Ort zum Beispiel klare Regularien für Windenergie brauchen, in dem auch Zielkonflikte endlich gelöst werden zwischen Artenschutz und Klimaschutz und vielen anderen Punkten nicht ständig Knüppel zwischen die Beine, sondern wir wollen es gelöst haben. Wir haben in Thüringen das Siegel faire Windenergie auf den Weg gebracht. Diese 0,2 Cent, diese freiwillige Regelung im letzten EEG 2021, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, da profitieren nur die Anlagen davon und vor Ort wird das weitergegeben an die Menschen vor Ort, die unter das 2021er EEG fallen. Das ist doch nichts als sozusagen ein Feigenblatt. Was ich möchte ist, siegelfaire Windenergie heißt verbindlich, wer vor Ort eine Windenergieanlage aufstellt, lässt die Kommune zu 25% verbindlich profitieren, ermöglicht Beteiligung der Menschen. Die müssen das Gefühl haben, das Windrad, was sich da oben dreht, da habe ich eine Scheibe von und profitiere gerade davon. Diejenigen, die die Flächen zur Verfügung stellen, selbstverständlich genauso. Aber dieser Kreis ist nicht geschlossen, plus Planungshemmnisse, die wir haben. Und was eine sehr hohe Akzeptanz bekommen kann, wieder ist, wenn wir vor Ort den Menschen deutlich machen, ihr profitiert davon, ihr habt durch den Ausbau der Erneuerbaren grünen Strom, grüne Wärme, eine grüne Energieversorgung, weil zum Beispiel durch Solarthermie, durch PV, durch den Wind oder die Bioenergieanlage des Landwirts vor Ort am Ende das Ganze auch wirtschaftlich zum Tragen kommt, dann wird mir darum gar nicht bange. Da braucht es aber auch eine vernünftige Reform des EEG, die das anreizt, die beim Thema Wasserstoff beispielsweise Steuern, Abgaben, Umlagen so reformiert, dass wir das zum Fliegen kriegen, weil das technische Know-how, das sitzt hier und das habe ich draußen an den Ständen gesehen, das begegnet mir immer wieder, es braucht andere bundespolitische Regularien und deswegen letzter Satz, mich schaudert es immer, wenn ich höre, die Politik hat nicht verstanden. Tun Sie mir einen Gefallen, differenzieren Sie, die Politik gibt es in der Form nicht. Ich würde sagen, auch als Grüne sage ich das mit vollem Herzen, ich kämpfe da wirklich seit 6,5 Jahren von dem Klimagesetz angefangen, was wir in Thüringen haben, bis zur Frage, dass wir in unseren Energieministerkonferenzen den Bund jedes Mal ordentlich Hausaufgaben mit an die Hand geben. Es mangelt da aber am bundespolitischen Willen und das muss sich wirklich dringend ändern. Ja, Frau Aberbeck, Sie wollten gleich darauf rekurrieren, bitte. Ja,
von daher, Sie haben recht, es ist nicht die Politik. Und wir selbst von der Klimaallianz haben deswegen einen Klimawahlcheck auf den Weg gebracht. Wenn Sie sich differenziert darüber informieren wollen, welche Parteien für welche Politik stehen, schauen Sie sich an, wir haben die Parteiprogramme analysiert, www.klimawahlcheck.org. Bis Sonntag sollten Sie ja noch eine Entscheidung treffen. Und da steht zum Beispiel auch drin, was die einzelnen Parteien zum Thema Ausbau von Erneuerbaren wollen. Sie haben total recht. So, das war unser kleiner Werbeblock. Ja, Beteiligungsmöglichkeiten, Beteiligung an erneuerbaren Energien, ganz konkret an Windkraft. Ich sehe, Axtem möchte was sagen, dann frage ich Sie gleich mal. Es, in Bezug auf Windkraft war ja immer so dieses Klischee in der Welt, naja, da kommen dann eben diese Unternehmer aus Norddeutschland eingeflogen und die bauen bei uns große Solarparks oder auch Windräder und das Geld fließt weg. Die Kohle hingegen, die haben wir ist hier bei so, uns. Oder ist das ja, so oder ist das, das so ein Trugschluss? Sie. Also in, hier jetzt, wo wir gerade sind, ist Leipzig Energie ein wichtiger Player, der auch im erneuerbaren Sektor unterwegs ist. Sind die aus Norddeutschland? Ich glaube nicht. Also, wir müssen da aufhören, mit Klischees zu arbeiten. Ich wollte mal zwei Sätze aufgreifen, die ja hier von mir gesehen, von rechts und von links gekommen sind, nämlich einmal von einer Kommunalpolitikerin und dann von einer Landespolitikerin. Weil auch wenn Frau Sigismund gesagt hat, wir sollen nicht immer sagen, die Politik, hat sie trotzdem die Politik gesagt, als sie nämlich nach Berlin gewiesen hat. Und ich fand das sehr wichtig, dass Frau Hernier, dass Sie darauf hingewiesen haben, wie verlassen sich manchmal Kommunalpolitiker fühlen und wie unehrlich Sie manchmal politisches Handeln empfinden. Weil das ist, glaube ich, das, was mit Kommunikation sich ändern muss in den nächsten 4 Jahren. Wir dürfen nicht mehr im Bundestag Abgeordnete haben, die die Hand heben für ein Klimaschutzgesetz, für ein erneuerbares Energiengesetz und anschließend gehen sie in ihren Wahlkreis und sagen, oh, das ist aber alles ganz schwierig, was da gemacht wird und ob das jetzt hier unbedingt sein muss und warum überhaupt und gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit? Wir haben gestern ja hier gehört, dass die Türen auch nach hinten noch aufgemacht werden sollen zur Kernenergie. Ich glaube, das lenkt uns alles ab vor den Aufgaben, die wir zu leisten haben. Wir müssen die Menschen mitnehmen. Dazu gehört auch, dass man Ängste nicht gegeneinander ausspielen kann. Es gibt die Angst der jungen Generation, aber es gibt auch die viel nähere Angst der Menschen in der Region in Spremberg, die persönlich betroffen sind, wo es um persönliche Schicksale geht. Und deshalb finde ich die Arbeit in der Lausitz-Kommission so wichtig, wo der Bundesverband Erneuerbare Energien ja mitmacht. Weil ich glaube, wir müssen aus der Region sagen, was brauchen wir, um diesen Strukturwandel nach vorne zu kriegen. Das kann man sich nicht von außen aufoktroyieren lassen, sondern wir sollten die Kraft haben, vor Ort da Lösungen zu erarbeiten. Und deshalb machen wir als Bundesverband Windenergie und Bundesverband Erneuerbare Energie auch mit der LEAG-Projekte, weil wir sagen, wir müssen diesen Beschäftigungstransfer wirklich hinkriegen. Was nutzt es denn jemandem, wenn wir darüber reden, es gibt dann irgendwo neue Beschäftigung, wenn er dafür seine Region verlassen muss? Und ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, aus einer Region, da sind 25% der Menschen nach der Wende abgewandert. Das ist in Ihrer Region ähnlich. Sowas dürfen wir doch nicht zulassen, dieses Entgleiten von Regionen dadurch, dass junge Menschen die Region verlassen müssen. Und das hat ja auch Wirkung auf die älteren Generationen, die nämlich dann zurückbleiben. Und ich glaube, das müssen wir durchbrechen und das können wir durchbrechen, wenn wir etwas mutiger und optimistischer rangehen, als wir das gestern gehört haben hier zum Teil. Und ich wünsche da Herrn Lippold viel Glück. Das ist eine große Herausforderung, die er da in Sachsen hat. Da ist viel zu tun. Ja, Mut und Optimismus, endlich, da ist er. Aber ich möchte trotzdem noch mal zu den Beteiligungsmöglichkeiten zurück, die hier Frau Sigismund ins Spiel gebracht hat. Brandenburg, also Thüringen hat da ja ein interessantes Modell, dieses Fair-Siegel. Brandenburg hat ein etwas anderes Modell, aber das gibt es auch. Ich frage jetzt mal Sie, Frau Hernier, Sie haben uns ja schon berichtet von den Kalamitäten der kommunalen Ebene. Es fehlt eigentlich immer irgendwo Geld. Wäre das was für Sie? Ich stelle Ihnen ein Windrad hin und Sie werden davon beteiligt. Ist das was, wo Sie im Wahlkampf zu den Leuten in Ihrer Stadt sagen können,
das bringt euch was und sie verstehen es auch. Das kann ich nicht sagen. Also so ehrlich will ich hier sein, das kann ich nicht sagen, weil es wird mir schlichtweg nicht geglaubt. Aber was sage ich den Sprembergern? Etwas anderes, was auch in diese Richtung geht. Und danke nochmal für den Hinweis auf Herrn Glar, mit dem wir ja nicht erst in der Lausitz-Runde und in der Lausitz-Kommission zusammenarbeiten, weil wir waren ja auch gemeinsam im Beirat der Innovationsregion Lausitz GmbH. Da haben wir uns ja kennen und vor allen Dingen auch schätzen gelernt. Die Stadt Spremberg und die Gemeinde Spreetal, Herr Dr. Lippold, Sachsen, waren gemeinsam erfolgreich im Wettbewerb Reallabore der Energiewende und haben mit dem ländergrenzenübergreifenden Projekt Wasserstoffkraftwerk dort das Rennen gemacht. Darauf sind wir sehr stolz. Wir haben es übrigens nur deshalb in die Endrunde und dann auch in die letzte Auswahl geschafft, weil wir zwar in Schwarze Pumpe so ein Pilotprojekt planen, aber von Anfang an gesagt haben, das soll die Zukunft für die drei Standorte sein, wo jetzt Kohlekraftwerke stehen, weil daran müssen wir ja denken. Das sind ja Industrieflächen, wie Sie sie sonst kaum noch irgendwo finden. Die sind gut erschlossen. Sie können dort auch ganz viel machen. Also in Boxberg, in Jenschwalde und in Schwarze Pumpe soll auch zukünftig noch Strom erzeugt werden. Dann aber unter anderem mit einem Wasserstoffkraftwerk, was wir mit komplett 100% grüner Energie planen. Da sind wir auch sehr ehrlich. Da sind wir auch sehr ehrlich. Also das ist grüner Wasserstoff. Was war unsere Erwartung an diese Reallabore? Was wurde da versprochen? Ja, man kann auch den regulatorischen Rahmen ausprobieren. Man kann also schauen, an welchen Stellschrauben muss man drehen, damit das Ganze zum Schluss konkurrenzfähig wird. Es wurde heute schon viel über Marktwirtschaft gesprochen und darauf wird es ankommen. Wird dieser Strom dann marktfähig sein? Wird er wirtschaftlich sein? Sonst können wir uns sonst etwas vorerzählen, dann wird er keine Akzeptanz finden, nicht bei den Bürgern und auch nicht bei der Industrie. Also die Stadt Spremberg und die Gemeinde Spreetal gehen da einen ganz großen Schritt. In Richtung Wind ist es wirklich schwierig. Das ist die blanke und pure Ablehnung. PV ist einfacher. Wir haben in Spremberg Anfang dieses Jahres 1400 Hektar zusätzlich Sonderbaufläche für Photovoltaikanlagen ausgewiesen. Wind ist verdammt schwierig. In unserer Kulisse da haben wir im Moment immer noch ein zweijähriges Moratorium, weil die Befürworter der Windenergie Einspruch eingelegt haben. Es gibt da immer manchmal versteht man es eigentlich gar nicht, was da so ausgelöst wird. Aber da will ich nicht Ihnen nichts Falsches erzählen. Der Neubau von Windenergieanlagen ist verdammt schwierig. Wir könnten in Spremberg in unserem Windeignungsgebiet noch 5 Windenergieanlagen aufstellen. Das wird verdammt schwierig. Da gibt es eine große Ablehnung. Und ich sage mal so, ich glaube, Frau Keilholz, Sie hatten auch was dazu geschrieben, Lauchhammer macht es uns gerade auch nicht einfacher in dieser Diskussion, weil dann geht das nämlich wieder so in die Richtung, naja, seht ihr, es werden eher noch Arbeitsplätze abgebaut. Aber das ist ein anderes Feld, hat übrigens meiner Meinung nach auch was mit der Förderthematik zu tun, dass solche Unternehmen eben nicht genug unterstützt werden. Aber wie gesagt, das war mir nochmal wichtig zu sagen, wir sind da ganz vorne dran bei dem Thema Energiewende. Steht schon 2016 in unserem Brief an die Kanzlerin, haben wir damals mächtig Kritik gekriegt. Dass wir das überhaupt gewagt haben, unsere Stimme zu erheben, war aber gut. Ja, Herr Lippold, die Frau Bürgermeisterin hat jetzt erwähnt, die Regularien und Stellschrauben. Ich erinnere mich, der Ministerpräsident Kretschmer, Ihr Chef, der von einer ganz anderen Partei kommt als Sie, hat gestern hier auf dem Podium gesagt, naja, die Zustimmung für Windenergie zum Beispiel ist nicht besonders groß beim Thema Akzeptanz. Müssen wir uns überlegen, was wollen wir, wenn das oberste Ziel ist, CO2 zu sparen, dann müssen wir bei dem Rest der möglichen Techniken offener sein, als wir bisher diskutieren. Und hat auch gesagt, wir dürfen uns nicht in einem Dschungel an Restriktionen verlieren, also nicht so viel regulieren wollen. Was machen Sie denn jetzt davon?
Ja, also zunächst mal komme ich gerade von einer Veranstaltung mit diesem Ministerpräsidenten. Es war die Eröffnung einer neuen Produktionslinie bei Solarwatt in Dresden. Dort hat er sich sehr, sehr deutlich ausgesprochen und mitgeteilt, dass die industrielle Zukunft Sachsen von einem sehr viel schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien abhängt. Das können Sie sich auch im Netz runterladen. Also das hat er auch gesagt, das stimmt. Ja, ja, das hat er gesagt. Und das, ich glaube, das meint er inzwischen auch durchaus ernst. Wir sind ja jetzt hier ein paar Monate mit dabei in Sachsen und da hat sich schon was bewegt, auch an dieser Stelle. Aber beim Thema Akzeptanz ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir dort sehr, sehr viel gründlicher hinschauen und dort nicht einfach von einer völlig gleich verteilten Ablehnung ausgehen. Da gibt es zunächst mal natürlich die Frage der systembezogenen Akzeptanz. Wir haben tatsächlich Menschen, die einfach grundsätzlich mit Klimaschutz, Energiewende und so weiter ein Problem haben. Und da ist es völlig egal, wo sie dort ein Windrad bauen oder wie viel Abstand sie dort lassen. Die werden diese systembezogene Ablehnung, die werden sie dort nicht wegkriegen. Da braucht es ganz andere Instrumente in der Politik, unter anderem eben auch dieses Instrument Angst nicht mehr einzusetzen. Weil das Angst lähmt, Angst frisst Hirn, wie man so schön sagt. Und das ist ein riesengroßes Problem. Sorgen ernst zu nehmen und zu polarisieren in die Suche nach Lösungen ist was völlig anderes, als mit Angst Veränderungen zu behindern. Da müssen wir aufhören. Und das ist tatsächlich auch eine große Aufgabe von Politik, die sich dort selbst an die Nase zu fassen hat, was die auch das Pflegen von Ängsten vor Transformationsprozessen in der Vergangenheit angeht. Und den Lohn dieser Angst, den ernten ja jetzt andere. Da brauchen wir nur zu schauen, wo genau, werden wir am nächsten Sonntag sehen, wo dieses Angstsehen besonders erfolgreich funktioniert hat, Angst vor Veränderung. Also das ist das Thema systembezogene Akzeptanz. Dann haben wir das Thema der projektbezogenen Akzeptanz. Dort haben wir tatsächlich ein ganzes Instrumentarium von Beteiligung, von Transparenz in Genehmigungsprozessen, Transparenz von Verfahren, Möglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern wirklich Einfluss zu nehmen, auch in Genehmigungsverfahren, die wir dort haben. Und natürlich projektbezogene Akzeptanz auch mit dem Thema Verteilungsgerechtigkeit anzugehen. Denn Verteilungsgerechtigkeit, das wird ganz stark empfunden, dass die Menschen zwar vor Ort die optischen und anderen Konsequenzen dieser Anlagen zu tragen haben, aber die Großstädter haben dann die saubere, günstige Energie. Und hier ist ja schon auch politisch, und da haben wir uns auch als Freistaat Sachsen auf Bundesebene ziemlich eingesetzt, einiges passiert mit dieser Außenbereichsabgabe, mit dieser Kommunalabgabe bei der Windenergie, die wir jetzt auch im EEG dann für die Freiflächenphotovoltaik erweitern konnten. Das sind tatsächlich wichtige Beteiligungs- und Einnahmemöglichkeiten für die Kommunen, um diese Gerechtigkeitslücke, diese empfundene Gerechtigkeitslücke zu schließen. Das hilft uns auch bei der projektbezogenen Akzeptanz vor Ort. Ja, und ansonsten brauchen wir dort sehr, sehr viel Information, sehr viel Wissen, denn jeder, auch derjenige, der keinerlei Akzeptanz der Energiewende entgegenbringt, möchte morgen noch günstige Energie. Er möchte günstige Energie und sichere Energie. Und an dieser Stelle muss man auch jenen, die dort sagen, lass uns dann lieber eine Vorrangfläche für die Photovoltaik machen, um den Windpark zu behindern, müssen wir den Leuten klar sagen, es wird immer auch eigenständige Windenergieausbauziele geben, weil nur der richtige Mix dieser Technologien uns einen kostengünstigen Pfad durch die Energiewende liefert. Und beides zusammen ist notwendig, um auch morgen hier noch Industriestandort zu sein. Und einen Arbeitsplatz wollen die alle. Also hier brauchen wir ganz viel Information, ganz viel Wissen und ganz viel Ehrlichkeit in der Politik und aufhören mit dem Instrumentalisieren von Ängsten. Und ich bin kein Freund zu sagen, wir müssen in der Politik und wir sollten in der Politik, sondern ich sage, weil wir machen Politik, wir werden. Punkt. So, jetzt haben wir hier eine kleine Kurzintervention aus der Mitte des Panels. Die lasse ich jetzt einfach mal zu. Bitte schön, Herr Axtell. Ich wollte nur noch einen Satz sagen, warum tun wir uns in der Windenergie so schwer mit diesem ganzen Thema?
Es ist halt was anderes, wenn heute die Menschen auf 30.000 Windkraftanlagen gucken, dann sieht man einfach, woher kommt der Strom aus der Steckdose eigentlich. Vorher haben sie auf 120 Kohlekraftwerke gesehen, auf 14 oder 15 Atomkraftwerke, das waren deutlich weniger Menschen, die gesehen haben. Man sieht also, wo der Strom herkommt, und bei der PV-Freifläche erleben wir ja auch Diskussionen. Und insofern müssen wir auch das anerkennen, Landschaft verändert sich in diesem Zuge der Dezentralisierung der Produktion von Energie. Und darüber müssen wir mit den Menschen reden, und deshalb braucht es eine durchgehende Kommunikation vom Bund über die Länder bis zu den Kommunen, weil in den Kommunen wird es am Ende nämlich gemacht, egal ob es um Windenergie, Solar- oder Bioenergie geht. Ja, sehr schön. Also die Landschaft verändert sich. Herr Sacht, das ist jetzt sozusagen der Aufschlag für Sie. Sie sind ja hier der offizielle Sprecher der Generation Z auf diesem Podium. Auf die Generation Z kommt es an, haben wir heute schon gehört. Ich frage Sie mal so, der Strom kommt aus der Steckdose. Wir haben ein Interesse daran, wo unser Strom herkommt. Ein wesentlicher Teil unserer Klimadebatte, die wir hatten in den letzten Jahren, war ja eine Debatte über Fridays for Future. Und da hieß es immer, naja, das sind so diese reichen Kinder aus Berlin und Leipzig und aus Dresden. Und die kommen dann immer mal so raus in die Kohleregion und hängen ihre Transparente auf. Aber die haben mit uns eigentlich gar nichts zu tun. Hat sich diese Wahrnehmung inzwischen etwas verändert? Was nehmen Sie da wahr? Ich kann diesen Vorwurf absolut nachvollziehen, und uns ist in der Bewegung bewusst, dass wir eine weiße, akademisch geprägte städtische Bewegung sind, und wir versuchen, das zu bekämpfen irgendwie. Wir versuchen, Menschen mit ins Boot zu holen, die nicht in diese Blase passen oder die eben von außerhalb dieser Blase sind. Das ist aber unheimlich schwierig. Wir sind gesprächsbereit mit allen Menschen. Wir kommen in die Lausitz beispielsweise. Vor 3 Wochen war ich mit dem Fahrrad unterwegs, und wir sind mit dem Fahrrad durch ganz Sachsen und dann nach Berlin hochgefahren, weil wir politisch auf unsere Themen aufmerksam machen wollten, aber auch mit den Menschen von vor Ort in Gespräch kommen wollten. Waren Sie denn zufällig auch in Spremberg? Durch Spremberg sind wir nicht direkt durchgekommen, weil Spremberg da so ein Tal runter hat. Wir mussten, weil ein paar Bahnübergänge gesperrt werden, umgeleitet werden und sind durchs Industriegebiet in Spremberg gefahren. Aber wir sind da überall durchgekommen und haben mit Menschen von vor Ort gesprochen. Sie hatten mich im Vorgespräch gefragt, wie ich denn so zu BraunkohletagebaubetreiberInnen stehe, die Windkraftanlagen aufbauen, ob uns da nicht ein Gegner irgendwo abhanden kommt. Nein, wir wollen euch nicht als Gegner sehen. Ihr seid Menschen, die sich in der Energiebranche auskennen. Wir brauchen euch, um das zu verändern. Wir wollen mit euch reden. Wir wollen auch gehört werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, Beteiligung. Ich bin unglaublich froh über diese Einladung und hier sprechen zu dürfen, aber auch in vielen Panels vorher kenne ich Menschen aus der Bewegung, die unglaublich viel dazu hätten beitragen können, und die Diskussionen, die hier gelaufen sind, sind alle irgendwie intern. Von außen kann wieder der Vorwurf des Geklüngels gemacht werden. Ich glaube, wir müssen mehr beteiligen, wir müssen mehr nach außen kommunizieren. Hier sind ganz viele innovative Konzepte am Start, die ich aber nur mitbekomme, weil ich jetzt hier bin. Und warum kommunizieren wir das nicht besser nach außen? Warum kriegt das niemand mit? Warum sprechen wir nicht einfach mal einfach über Energie, sondern immer so komplex, dass Menschen, die nicht sich vorher schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben, sofort abschalten? Wir müssen bilden, wir müssen aufklären, wir müssen beteiligen und wir müssen mutig in die Zukunft gehen. Und ich glaube, da gibt es viele Chancen, die wir ergreifen sollten. Es gibt natürlich auch Risiken, die wir eingehen müssen, aber redet mit uns. Ja, Frau Averbeck, Sie wollten gerade was sagen, aber ich reiche die freche Frage gleich mal an Sie weiter. Warum reden wir nicht einfacher über Energie? Ja, eine berechtigte Frage. Es sind natürlich sehr komplexe Zusammenhänge und nicht einfach zu erläutern. Ich möchte aber einen Aspekt kurz vorher noch hinzufügen zum Thema Akzeptanz. Die Arbeitsplätze in der Braunkohle waren ja immer sehr gute Arbeitsplätze. Die waren sehr gut bezahlt, und deswegen ist natürlich für jeden Verlust eines Arbeitsplatzes in der Braunkohle, das wiegt schwer. Ich denke mir, für die Unternehmen, die jetzt im erneuerbaren Bereich unterwegs sind, ist es auch einfach wichtig,
dass sie auch einen Beitrag leisten für gute Arbeitsplätze. Was bedeutet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut bezahlt werden und dass sie sich zum Beispiel gewerkschaftlich auch mit organisieren können. Das heißt also, dass die sozialen Aspekte der neuen Arbeitsplätze, denke ich mir, auch noch eine wesentliche Rolle spielen und zu einer Akzeptanz vor Ort natürlich auch, zu einer erhöhten Akzeptanz auch führen können. Also das muss ich gerade insbesondere, wo hier doch einige Unternehmerinnen und Unternehmer vielleicht unterwegs sind, einfach nochmal in ihre Richtung sagen. Ja, mit der Komplexität, wir versuchen es auch so einfach wie möglich zu machen, aber auch uns gelingt es nicht immer. Es ist wichtig, tatsächlich eine einfachere Sprache zu finden, aber also eine richtige Antwort habe ich da auch nicht so richtig da drauf. Wir versuchen einfach nur einfache Botschaften zu kommunizieren, werden dann aber auch im Gegenzug immer wieder dafür kritisiert, dass es dann wieder unterkomplex ist, weil die Situation sich doch komplexer darstellt, als man denkt. Ja, die Frau Averbeck hat keine Antwort auf die Frage. Hat vielleicht von Ihnen jemand eine Antwort? Warum reden wir nicht einfacher über Energie, sodass es jeder versteht? Na, muss man noch klären. Wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit, habe ich gerade angezeigt bekommen. Diese 5 Minuten möchte ich gerne nutzen für eine Frage, die mir sehr am Herzen liegt. Die möchte ich Ihnen allen stellen. Es ist ja so, es ist immer wieder davon zu hören, die Energiewende, der Strukturwandel ist jetzt die neue Chance für den Osten Deutschlands. 30 Jahre nach der Wende, nach der Wiedervereinigung, ist das jetzt die Gelegenheit, wirtschaftlich richtig nach vorne zu kommen. Schlichtweg deshalb, weil viele Zukunftstechnologien, die jetzt im Spiel sind, Wasserstoff, Batterien, künstliche Intelligenz auch, da sind im Prinzip alle gleich auf. Osten wie der Westen, die haben alle die gleichen Voraussetzungen. Und es ist auch zu hören, dass der Osten eigentlich einen Vorteil hat. Der Osten ist technologiefreundlich. Der Osten kann zurückgreifen auf ein tiefes Wurzelwerk an technologischer Brillanz in gewisser Weise. Viele Ingenieure gibt es da draußen, die wollen sich alle beteiligen an der Debatte. Ich merke das auch immer, ich bekomme dann die entsprechenden Leserbriefe. Wie können wir dieses Pfund, das wir da haben als Osten, besser nutzen? Ich fange bei Ihnen an, Frau Sigismund. Also ich will vielleicht 3 Schlaglichter dazu nennen. Erstens, indem wir erzählen, dass die Energiewende Jobmotor ist. Für Thüringen habe ich die Zahlen. In der Umweltwirtschaft alleine sind bei uns in den letzten Jahren 60.000 Jobs entstanden und das entgegen der schlechten Bundesbedingungen. Zweitens, wir sollten die Geschichte besser erzählen und zwar jeder in seiner Rolle. Ich mache das als Ministerin, aber Unternehmer und Energieversorger müssen das genauso wie alle anderen. Vorschlag für eine Kampagne, wir sind Energiegewinner. Der Unternehmer erzählt, weil ich mit PV Medizintechnikprodukte herstelle, war neulich bei einem Unternehmen, der das genauso macht, habe ich am Ende des Tages weniger Energiekosten und so weiter und so fort. Also diese Geschichte zu erzählen ist der zweite Punkt und das dritte, und ich glaube, das hängt damit zusammen, was Sie sagen, dass es zu komplex ist. Wir brauchen vereinfachte Gesetzgebungsmechanismen. Also das EEG verstehen bis auf 5 Fachleute, versteht das kein Mensch mehr. Deswegen müssen wir einfach zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, dass selbstverständlich ist die Zukunft, übrigens auch des Wasserstoffes, grün, sauber. Unsere Energieversorgung wird dezentral, regional erneuerbar sein. Dann muss das aber auch der entsprechende gesetzliche Rahmen abbilden. Das heißt, einfachere, schlankere politische Rahmenbedingungen, dann klappt es auch mit der einfacheren Kommunikation. So, dann gebe ich die Frage gleich weiter an Sie, Herr Lippold. Sie wollen was dazu sagen. Also, wie kriegen wir es als Osten hin, dieses Gold Nugget, das da vor uns liegt, besser zu verarbeiten? Ja, ich denke, das beginnt tatsächlich auch damit, dass man dieser Region, diese Menschen vor Ort, die ja keineswegs alle gleich sind, sondern ihre spezifischen Besonderheiten haben, dass man die bereits im Leitbildprozess, in der Entwicklung einer Idee von der Zukunft einer Region deutlich stärker einbezieht und beteiligt. Dass das ein gemeinsam entwickeltes Bild ist, wo die Reise hingehen soll. Die Menschen haben einen großen Widerwillen gegen übergestülpte Transformationsprozesse, die irgendjemand für diese Region entwickelt hat. Das ist ein großes Problem. Und das ist, denke ich mal, ein entscheidender Ausgangspunkt.
um solche Prozesse auch nachhaltig zu gestalten, denn sowas muss ja über mehr als eine Wahlperiode funktionieren, ein Transformationsprozess. Das heißt, es können nicht nur die gerade aktuellen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger entscheiden, sondern da muss breitere Beteiligung der Zivilgesellschaft an solchen Entscheidungsprozessen über die Zukunft organisiert werden, was im Übrigen auch ein Erfolgsmodell in dieser Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung war. Daraus können wir lernen, wie man in äußerst komplexen Zusammenhängen mit ganz diversen Interessenlagen dennoch gemeinsame Prozesse organisiert. Das ist der erste Punkt. Und dann natürlich auch an die positiven Erfahrungen mit den Transformationsprozessen, die wir hier im Osten gehabt haben. Es hat sich ja wirklich seit DDR-Zeiten massiv was verbessert, muss man ganz klar sagen, ganz objektiv. Diese positiven Erfahrungen mit Transformationsprozessen bereinigen um den Faktor Angst vor Transformationsprozessen. Dann bekommen wir die Leute auch dazu, die notwendige Dynamik solcher Prozesse zu akzeptieren. Und jemand, der lange gewartet hat mit dem Loslaufen, der muss dann schneller laufen. Das ist für uns in Sachsen ganz besonders wichtig. Und diese Dynamik, die wir ja nach 1990 hatten und die ja auch als positiv empfunden wurde auf vielen Gebieten, diese Dynamik, die müssen wir wieder wecken und wachküssen, sage ich mal, als Politik. Und dann, denke ich, haben wir eine Chance, sowohl Fahrt aufzunehmen, schneller Fahrt aufzunehmen als woanders und auch aufrecht zu erhalten, bis wir ein Ziel erreicht haben. Ja, dann mache ich mal mit Ihnen weiter, Herr Axthelm. Wie küssen Sie die Dynamik wach? Einfache Frage. Also zum einen in der Tat, indem wir deutlich machen, was hier schon ist und was wir aus dem, was schon vorhanden ist, machen könnten. Und wir haben hier einen ganz virulenten und mobilen Mittelstand, der quer über Unternehmensketten von 2-3-Mann-Unternehmen bis hin zu Unternehmen mit 300-400 Mitarbeitern in der Energiewende in Ostdeutschland aktiv sind. Die werden alle gebraucht. Dort gibt es überall gute Arbeitsplätze. Wer heute keine guten Arbeitsplätze hat, der findet nämlich keine guten Leute. Und insofern mehr Selbstbewusstsein wünsche ich mir. Aufrechter Gang war so eine Losung in der Wendezeit. Aufrechter Gang bedeutet Selbstbewusstsein. Wir sollen einfach nicht so viel unser Licht unter den Scheffel stellen. Und wir müssen einfach sagen, was wir wollen und was wir können. Und aus dem, was wir haben, mehr machen. Ja, vielen Dank. Ja, an Sie, Herr Sacht. Sie sind dynamisch, Sie sind jung und Sie sind Technologe. Was machen Sie draus? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das haben wir hier ganz oft gehört, politische Rahmenbedingungen, ja, wir können immer auf die Politik schieben, wir können immer ganz viele andere Menschen die Verantwortung zuschieben. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir alle selbst Verantwortung übernehmen für das, was wir sehen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass so viele Menschen Bock haben, was zu ändern, wie das bei uns in der Bewegung der Fall ist, dann wäre das richtig anstrengend, in dieser Gesellschaft zu leben, weil dann unglaublich viel passieren wird. Und dann gibt es garantiert wieder Menschen, die sagen, okay, ich muss da jetzt einen Gegenpol bilden und wieder keinen Bock haben. Und dann sind Menschen da, denen man das alles wieder zuschieben kann. Aber ich glaube, wir brauchen für die Akzeptanz, um die Eingangsfrage nochmal zu beantworten, ein kleines ABC. Und zwar Aufklärung, Beteiligung und eben Chancen müssen wir direkt ergreifen. Ich hoffe, Sie haben alle mitgeschrieben. Darauf kommt es an. Wunderbar, vielen Dank. Ja, Frau Averbeck, Technologie, der Osten, wie kriegen wir es hin, daraus zusammen was zu machen, was uns nach vorne bringt? Mir fällt es schwer, dem Osten zu sagen, was er machen soll oder was ich da als Chancen sehe. Ich fände es total spannend und mache da das Angebot sozusagen an diejenigen, die jetzt hier sind. Wenn Sie tolle Beispiele haben, wie die Energiewende gelungen ist, wo es gute Energie- und Klimakonzepte gibt, wir würden einfach gemeinsam mit Ihnen das weiter in die Breite der Öffentlichkeit sozusagen die guten Beispiele kommunizieren wollen und dann diese guten Beispiele dann auch weiter in die Politik treiben oder tragen, weil wir ja auf nationaler Ebene in Berlin hauptsächlich unterwegs sind. Also von daher einfach das Angebot jetzt von meiner Seite, wenn Sie tolle Ideen, tolle Beispiele haben, kommen Sie zu mir und gemeinsam können wir überlegen, wie wir die guten Beispiele einfach einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen und an die Politik herantragen. Ja, vielen Dank. An Sie als Politikerin, Frau Bürgermeisterin, Herrn Thier.
Sie haben ja mit Technologie in Spremberg auch was vor. Sie müssen ja sozusagen Ihren Industriepark neu bestücken. Wie können wir die richtige Stimmung dafür herstellen? Bitte um eine kurze Antwort, Frau Herntier. Von dem ersten Moment an, wo ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, und das war im ersten Jahr, als ich Bürgermeisterin war, war ich der festen Überzeugung, ich komme übrigens aus der Textilindustrie und habe das hier alles in Arbeit gesehen, weiß also, wie hier produziert wurde. Vom ersten Moment an habe ich das, und Herr Schulz war dabei, gesagt, diesmal müssen wir eine Chance daraus machen, aus diesem ganzen Wandel. Und tatsächlich ist es so, dass ich immer noch jeden Tag viel mehr Chancen sehe für Spremberg, für den Industriepark, aber auch für die Lausitz. Wir waren vergessen als Lausitz. Man wollte die Kohle haben, beziehungsweise man wollte den Strom aus der Kohle haben und alles andere hat nicht großartig interessiert. Und dass wir überhaupt diese Chance bekommen haben, auch diese Wahrnehmung bekommen haben und überhaupt zeigen können, wer wir sind und was wir auch können, das haben viele schon nicht mehr für möglich gehalten. Aber ich habe mir vorhin etwas aufgeschrieben, Herr Professor Barbknecht. Der hat dazu geschrieben, Transfer von Wissenschaft in die Gesellschaft. Und damit meinte er bestimmt nicht nur die Ingenieurwissenschaft. Und über etwas, vielleicht haben Sie schon eher darüber gesprochen, jedenfalls so lange wie ich da war noch nicht, eines der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass nicht nur meine Bürgermeisterkollegen und ich jeden Tag die Chancen sehen, ist das Thema Bildung. Da muss wirklich sofort und ganz massiv investiert werden, weil die Angst geht am besten weg mit viel Wissen. Und deshalb ist das durchaus ein Appell an Sie alle, unterstützen Sie uns dabei, beste Bildung in der Lausitz. Das hält die Menschen in der Lausitz, das holt aber gerade auch die jungen Familien zurück, weil gute Bildung ist immer noch viel zu viel Mangelware. Ja, der letzte Satz mit Bildung drin, das gefällt mir sehr gut, Frau Herntier, vielen Dank. Das ist ein guter Cliffhanger bis zum nächsten Mal, zum nächsten Jahr. Ja, ich möchte meinem Podium danken, das war eine sehr interessante Runde. Ich hoffe, Sie sahen das auch so. Sie haben sich gut informiert und unterhalten gefühlt. Mir hat es Spaß gemacht. Und ja, ich muss noch mal ganz kurz schauen, ich finde es wirklich klasse. Frauen und Männer gleich, das ist wirklich etwas, das sollte Schule machen. Vielen Dank und ja, jetzt sind Sie sozusagen frei. Sie können was essen, Sie können in die Sonne gehen, Sie können sich diese tolle Location noch anschauen. Haben Sie viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Darf ich noch kurz was anmerken zum Thema Frauen? Ich glaube, hier in diesem Panel sind so viele Frauen, wie ich hier vorher auf dem Panel insgesamt gesehen habe. Und vorher waren die Frauen alle, fast alle, bis auf eine Person in moderierender Rolle hier. Das ist was geändert werden kann. Dann diversere Panels wäre schön, glaube ich, Beteiligung von Zivilgesellschaft und nicht nur innerhalb der Gruppe zu reden. Genau, und morgen ist Klimastreik. Streikt alle mit. Okay, ich persönlich habe nichts gegen Moderatorinnen, können wir gerne festhalten. Bleiben Sie doch bitte für 2 Minuten noch in dieser wunderbaren Konstellation. Ich bin völlig bei Ihnen. Ich bin allerdings moderierend und immerhin ehrenamtlich im Unternehmerverband und Unternehmerin. Also vielleicht komme ich mal nächstes Jahr auf die Bühne. Das wäre doch auch mal was.